In diesem Video zeige ich dir die erste Folge aus der neuen Videoserie Gerichte aus den Basics. Hallo, ich bin der Robert von ichbinglücklich.com. Es ist schon einige Zeit her, wo ich diese Videoreihe der Basics gemacht habe. Der Hintergrund war damals einfach zu zeigen, Grundprodukte vorzubereiten, die auf Vorrat zu nehmen und dann zwischendurch kleine schnelle Gerichte machen zu können. Und nach einer etwas längeren Pause kommen jetzt diese Videos oder diese Rezeptvideos für diese Basics. Und anfangen tun wir heute mit der Hirse. Wir wechseln jetzt mal wieder von Auto nach Indoor in meine Küche und dann fangen wir an. Für unsere Blitzsuppe mit Hirse brauchen wir ein Ei, etwas gekochte Hirse, dann Koriander, Kurkuma, Petersilie, Salz und kochend heißes Wasser. Ich werde das Video jetzt in einem Stück machen, weil ich oft angesprochen werde, ja, aber es muss schnell gehen. Und jetzt möchte ich euch mal zeigen, wie man wirklich blitzschnell aus den vorbereiteten Sachen was herkriegt. So, fangen wir mal an. Und zwar, wir nehmen hier unseren Teller, tun jetzt mal das Salz ein bisschen auf die Seite. Da schlagen wir jetzt ein Ei rein. So, da machen wir jetzt Folgendes: Das verrühren wir jetzt ein bisschen. Schlagen wir leicht auf. Und gießen jetzt mit dem kochend heißen Wasser auf, dass das Ei eben stockt. Dass man es dann wie so eine Art Eierflockensuppe hat. Jawohl. So. Lösen wir es ein bisschen, dass das sich ein bisschen verteilt. Dann kann das jetzt noch in Ruhe stocken und ziehen. Dann nehmen wir von unserer Hirse, je nachdem oder nach Geschmack, ein, zwei Löffel. Die kann man dann gleich mit reingeben. So. Dann macht man das vielleicht ein bisschen locker. Das wird jetzt dann schön in der Brühe noch warm. Geben jetzt dann ein bisschen Koriander dazu. Einmal. Einen Viertel Teelöffel Salz. So. Dann, dass man auch ein paar bisschen was Frisches noch hat und auch nur wegen Farbklecks, packen wir jetzt noch ein bisschen Petersilie dazu. So, da muss man nicht sparsam damit sein. Rühren das Ganze noch einmal wegen an und um und geben jetzt noch ein bisschen Kurkuma dazu. Und schon haben wir jetzt ganz schnell eine Suppe fertig. So, wie gesagt, man kann natürlich jetzt auch noch verschiedene andere Sachen reintun, aber mir war es jetzt einfach mal wichtig zu zeigen, dass man wirklich blitzschnell, wenn man möchte, aus vorbereiteten Zutaten was vorbereiten kann. Ja, du hast jetzt gesehen, dass man mit einer vorgekochten Hirse ganz blitzschnell sich einen kleinen Snack machen kann. Natürlich kann man statt dem kochenden Wasser natürlich auch kochend heiße Gemüsebrühe nehmen oder wenn man sagt, nö, habe ich jetzt gerade nicht zur Hand, aber man hat noch eine gute, fertige Gemüsebrühe Instant da, dann kann man die natürlich genauso gern nehmen anstatt vom Salz. Ich hoffe, dir hat jetzt dieses Video gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen, Kanal abonnieren und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, alles Liebe und Gute, dein Robert. Ciao!